Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vogelspinnen-Vlog. Jawohl, kleines Update hier, es hat sich einiges getan, ich glaube man kann es erkennen. Ja, die Terrarien sind endlich gekommen, 12 Stück an der Zahl, leider war eins kaputt, ist wahrscheinlich ja entweder beim Packen oder beim Transport kaputt gegangen, deswegen fehlt mir da unten jetzt eins. Ansonsten, ja, ich habe sie ausgepackt, sauber gemacht, habe schon mal Rückwände dran gepappt. Habe sie jetzt auch, ja, provisorisch bestückt, zeige ich euch gleich. Ja, obendrauf, meine Futtertiersammlung hat sich ein bisschen erweitert. Ich habe also nach wie vor die großen Heimchen, die sind aber in einem anderen Becher, auch die argentinischen Waldschaben, wo ich ja jetzt eine Zucht anfangen will. Dann haben wir Schokoschaben, Mikro und kleine Heimchen und ja, hier meine Aufräumtruppe, da haben wir die weißen Asseln, drunter sind die Springschwänze, meine kubanischen Asseln und ja, das ganze Futter, Zubehör für die Futtertiere. Also Futter fürs Futter quasi, ich weiß, ist ein bisschen gemein. Ja, ein paar der Terrarien sind schon belegt, die Bewohner kennt ihr, gucken wir aber trotzdem nochmal, ob sich jetzt vielleicht der ein oder andere blicken lässt. Dann gucken wir mal, was sich da oben befindet. Und zwar haben wir hier im ersten die Hapactera pulchripes, sind 5 Stück an der Zahl, den habe ich jetzt einfach mal die Orchidee mit dazu gestellt. Der gefällt es da recht gut da drin. Und ja, das sieht bei den Babys dann vielleicht auch nicht ganz so nackig aus. Die haben jetzt auch allesamt neue Behausungen bekommen. Bei denen habe ich jetzt Korkröhren reingemacht. Kann ich ja mal eine rausholen, vielleicht sieht man es dann besser. So, wen nehmen wir denn? Den haben wir da hier vorne. Das ist der Aragog vom Stefan. Der hat sich frisch gehäutet. Das erste Baby übrigens, das sich gehäutet hat bei uns. Ja. Ja, die haben jetzt alle diese Korkröhren bekommen. Also ich hatte ja Holz drin. Ist nicht so gut angenommen worden. Warum auch immer. Dann habe ich jetzt gewechselt. Ich hatte ja von der Terraristikmesse in Karlsruhe Kork mitgebracht. Mal, ob man da drin sitzen sehen. Ich glaube nicht, weil es spiegelt schon wieder so arg. Also die finden sie super. Da sind auch schon welche hingegangen und haben sich da sehr schöne Netze gemacht. Haben also da die Ein- und Ausgänge recht hübsch verkleidet. So, machen wir hier wieder zu. Da machen wir natürlich auch wieder hier meine Sicherung dran, so wie sich das gehört. Ja, haben alle auch schon eine bekommen. Also so ein kleines Schloss hier quasi ist einfach, dass die großen Vogelspinnen dann die Scheiben nicht aufschieben können. Ja, hier drin, ich glaube, man kann es erkennen, das sind die Brachypelma albopilosum. Dann haben wir hinten die Brachypelma vagans. Die Feierleck haben wir, also die Böhmi oder Boemii, wie auch immer man es aussprechen möchte. Ja, denen geht es auch gut. Die haben ja zahlreiche Versteckmöglichkeiten. Also die finden auch ihre kleinen Erdhöhlchen ganz super. Auch die Pflanze, die drin ist und das Moos. Deswegen habe ich denen jetzt keinen Kork reingemacht. Dann haben wir hier die Brachypelma albiceps und 5 Stück von unseren Brachypelma smithies, also die Ex-Anita. Die haben auch diese schönen Korkstückchen bekommen. Finden sie auch prima. Ja, dann gehen wir mal eins weiter runter. Da haben wir jetzt mal den vorläufigen Platz von der Matilda. Die Lasiodora parahibana ist es, ist nur ein ganz kleines Baby. Ja, dann haben wir hier, ihr seht schon, die Olivia, die Caribena versicolor. Ich habe sie erfolgreich ins Endterrarium umgesetzt. Nein, also die bleibt jetzt da drin, bis sie groß genug ist. Die kommt auch in dieses Terrarium. Habe dafür jetzt schon 2 Korkröhren vorbereitet. Die geschlossene möchte ich ja an die Wand machen. Und diese halbe, die werde ich so in die Ecke machen, wie sie jetzt ist. Werde die mit Erde auffüllen und werde da eine Pflanze reinmachen. Und zusätzlich möchte ich hier an der geschlossenen Korkröhre, die Olivias zu Hause werden soll, möchte ich nur eine Pflanze hochranken lassen. Das hat aber alles noch ein bisschen Zeit. So, dann haben wir hier, spiegelt schon wieder so arg, gell? Weil die Sonne scheint. Moment, wie machen wir das jetzt am besten? So, ich glaube, da sieht man sie auch nicht, gell? Oh, Peaches sieht man wieder, wunderbar. Ja, das ist Terrarium von Peaches, sie ist auch schon drin. vielleicht bringt es was, wenn ich weiter weggehe. Ja, so ist besser. Da, wo die
Fauna-Box drinsteht mit dem schwarzen Deckel. Das wird Emilys Endterrarium. Die ist auch schon groß genug, dass wir sie umsetzen können. Das wollte ich eigentlich heute auch machen. Es hätte also einen zweiten Vlog geben sollen. Aber da mir beim Einrichten von zwei anderen Terrarien, zu denen wir noch kommen, das Lehmpulver ausgegangen ist, kann ich das jetzt hier leider auch nicht machen. Ich habe zwar Erde und alles da, Alpinienrinde und so weiter, aber da, wo die Emily herkommt, da hat es einen sehr hellen, also so einen gelben Boden. Und da möchte ich natürlich nicht so einen ganz dunklen Boden dann reinmachen. Das finde ich ein bisschen blöd. Gut, hundertprozentig naturgetreu werde ich es nicht hinkriegen, weil wenn man sich mittlerweile so die Habitate, also die Herkunftsgebiete, die Lebensräume von den Vogelspinnen anguckt, dann müsste ich eigentlich bei so ziemlich jedem Terrarium hingehen und müsste einen Sack Plastikmüll reinschmeißen. Also von daher sind wir nicht päpstlicher als der Papst. So, dann haben wir hier das Terrarium von der Paula. Paula hat sich natürlich mal wieder vom Acker gemacht. Paula sieht man tagsüber also überhaupt nicht. Die ist rein nachtaktiv, die kommt auch sehr spät raus. Dann haben wir nebendran, spiegelt fürchterlich. Gucken, ob ich das irgendwie, ob ich das anders hinkriege. So. Das Zuhause von der Bertha. Dann muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Das ist mir ein bisschen zu kahl, ein bisschen zu karg. Für Bertha spielt es keine Rolle. Das Einzige, was die will, ist ihr Versteck. Hat sie hier, hat sie auch super angenommen, ist ja auch fleißig am Ausbauen. Schade, dass ich sie jetzt nicht mehr erwischt habe, die war nämlich vorher noch unterwegs. Jetzt hat sie wahrscheinlich, macht sie Mittagspause. Dann haben wir nebendran, ach so, ich habe mal wieder die Arten vergessen, gell? Also, Nummer 1 zurück. Paula ist eine Ptelnopelma sasimai, ist ein gesächstes Weibchen. Die Bertha ist eine Brachypelma hamorii, auch ein gesächstes Weibchen. Und dann haben wir hier nebendran die Agathe, die Acanthoscuria geniculata, auch ein gesächstes Weibchen. Und wie man sieht, Agathe hat wieder Mittagsschicht. Sie ist out and about und sie ist halt einfach hübsch. Also ich mag meine Vogelspinnen alle. Ich kann also wirklich nicht sagen, ich habe jetzt den Liebling oder die finde ich toll, weil die so wunderschön blau, gelb, lila, was auch immer ist. Die haben alle was. Und Agathe ist sehr, sehr flauschig. Ich hatte ihr ja einen Rasierer angeboten, aber den wollte sie ja partout nicht haben. Ja, sie hat auch wieder aufgehört zu baggern. Das hatten wir uns ja angeguckt. Die hat der Buddel wie wahnsinnig. Was das gebracht haben soll, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, man kann es erkennen. Sie hat es mittlerweile geschafft, also wirklich alles an Grünzeug da oben zu zerstören. Auch hier meine schöne, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Tradescantia, irgendwie sowas. Hat so schön schon ausgetrieben, die ist so schön gewachsen, auch nach oben. Also man hat da die Blätter und alles schon gesehen. Und ja, Agathchen hat sich mal wieder dazu entschieden, alles platt zu walzen. Nun ja, sie hat es nicht so mit Grünzeug, dann zwingen wir sie auch nicht dazu. Ja, dann haben wir hier unten, die zwei sind jetzt noch leer. Die werde ich einrichten, sobald das Lehmpulver gekommen ist. Bestellt habe ich schon. Da gibt es dann auch wieder einen Flock drüber. Was da reinkommt, wird noch nicht verraten. Das dauert noch ein bisschen bis zum Einzug. Also so knappe 2 Wochen sind es jetzt noch. Und da gibt es dann, wie gesagt, einen ja, Mega-Flock, glaube ich. Weil da ziehen nach dem jetzigen Stand der Dinge, lasst mich zählen, die unten 1, 2, oben 3, 4, 5, 6. 6 Neuzugänge kriegen wir in 2 Wochen. Jawohl, also bis jetzt, das kann sich noch ändern. Das war es jetzt erstmal. Ach so, ja, hier die oberste Reihe, also diese 2 sind frei. In der mittleren Reihe, da habe ich noch ein hohes, könnte man also auch einen Baumbewohner reinsetzen, das ist auch noch frei. Da ist das erste belegt und ja, wie gesagt, die 2 sind frei. Und in der untersten Reihe sind die 2 belegt und wenn ich das Ersatzterrarium bekomme, bestellt habe ich es schon, dann ist das untere ganz rechts auch noch frei. Ja, dann habe ich noch welche für euch, die gucken wir uns gleich an. Da muss ich aber erst kurz die Beleuchtung anmachen, sonst ist es ein bisschen dunkel. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja, da haben wir eins von den großen Becken. Das ist jetzt 50, 50, 40. Ist auch schon eingerichtet, ja, im Dschungel-Style. Was hier reinkommt, wird noch nicht verraten. Auch das werden wir erst auflösen, wenn die 6 Stück einziehen.
Da werdet ihr das dann auch sehen in einem Vlog. Ja, bepflanzt hier mit einem Farn und hier mit einem Baumfreund. Fragt mich jetzt nicht nach dem lateinischen Namen Philo irgendwas. Nein, nicht Philodendron. Ich weiß es nicht. Oder doch? Weiß nicht, Philodendron, irgendwie sowas, Skandens, ach, was auch immer das Zeug heißt, alles Skandens, hast nicht gesehen, Tricolor, Multi, Quadri, egal. Ja, hier auch schön mit Moos, also ich hoffe, das Moos bleibt mir erhalten, Moos ist immer ein bisschen empfindlich, im Fahren dürfte es da drin eigentlich ganz gut gefallen. Ich würde es euch ja jetzt auch gern von weiter weg zeigen, aber das Problem ist, dass ich da unten schon der Name draufgeklebt habe und ja, ich möchte ja die Überraschung nicht versauen. Gucken wir uns dann gleich das nächste an, da werde ich hier mein Lämpchen wieder umhängen, also bis gleich. Und mit diesem hier kommen wir zum nächsten von den großen Terrarien, das ist also auch ein 50-50-40. Ja, ist hier ein bisschen wüstig, ein bisschen wüst eingerichtet. Da denke ich mal, wird die ganze Travel-Gruppe sehnlichst drauf warten. Und zwar ist das hier endlich jetzt das Terrarium für unser großes Community-Projekt für die Monocentropus Balfouri-Gruppe, die kommt. Also wenn ihr euch das Video, jetzt anguckt, toll. Was haben wir denn heute für ein Datum? Machen wir es per Datum. Wir haben der 14.10., der Sonntag. Die Gruppe wird am Montag auf die Reise geschickt, also am 15.10. und sollte dann am 16.10. den Dienstag da sein. Und da wird es dann zum Einzug natürlich auch wieder einen Vlog geben. Jawohl. Ja, und jetzt seht ihr hier schon diesen hellen Boden und ja, so in der Art möchte ich den bei der Emily dann auch reinmachen und ja, halt nicht so einen dunklen wie oben in dem Dschungelterrarium. Dann haben wir hier meine Jogginghose. Super. Lalalalalala. Ich gehe schon. Dieses hier ist noch frei. Ja, dann habe ich darunter einfach die Einrichtungsgegenstände für die anderen Terrarien gelagert und ja, eins haben wir noch, beziehungsweise zwei habe ich noch, die muss ich euch auch noch zeigen. Jetzt gucken wir mal, ob man hier, ja, so kann man es doch, kann man es ganz hübsch sehen. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt die Kamera so rumdrehe? Ist es dann für euch, ist jetzt besser oder schlechter? Ich glaube, das ist ein bisschen blöd, was ich bei euch das Bild nicht drehe. Nein, das lassen wir. Verzeihung. Wollt euch nicht auf den Kopf stellen. Ja, hier habe ich dann noch sehr praktisch diese Zoom-Funktion. Da habe ich schon mal die Einrichtungsgegenstände für die Emily dann. Darunter sind die Heimchen, das ist aber jetzt bloß ein Übergangsplatz. Und da, wie gesagt, hier bei den höheren Beckens, ganz linke, da wo die Emily jetzt auch drin steht, da werden wir sie dann auch umsetzen. Natürlich auch wieder alles mit Vlog. Und dann komme ich zu den letzten zwei bzw. drei. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, dann haben wir hier nochmal zwei, ja, Aufzuchtdöschen quasi. Ihr seht schon, einmal hier für Peewee. Peewee ist eine Aphanopelma calcodes und nebendran kommt dann die Annabelle, auch eine Aphanopelma calcodes, also eine Arizona Blonde oder Desert Blonde, wie die sich so schön schimpfen. Sind hier, wie gesagt, Aufzuchtbecherchen, habe ich hier, ja, in meinem hübschen Holzregal an der Wand mit Küchenrolle dazu. Mhm. Ja, und dann habe ich hier unten dieses... Ja, das hatte ich ja als Terrarium, wo ich die ganzen Slingbecherchen drin gehabt habe, also die Babys. Jetzt sieht man es wieder gar nicht, gell? Weil es wieder so, ein Stuhl sieht man, toll. Weil es wieder so, und mich sieht man auch. Weil es wieder so extrem spiegelt. Das war doof. Können die Dinge nicht aussehen? Wieso gibt es eigentlich keine Terrarien entspiegelt? Das prangere ich an. Und wieso klemmt jetzt die Tür hier? Habe ich die... Oh Gott, ich habe die bestimmt falsch eingesetzt. Um Jottes Willen. Also ich glaube, ihr könnt erkennen, was ich meine. Die meisten von euch kennen ja dieses kleine Zusatzterrarium hier, das ich hatte eben für die Becherchen. Ja, das steht jetzt hier auch neben mir auf dem Regal und ist quasi auch frei. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz nach der Tür gucken. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, Türchen ist repariert und wie man sieht... Fräulein Bertha lässt sich blicken. Ist die Mittagspause schon beendet? Ja gut, ich denke mal nicht, dass sie jetzt rauskommen mag. Bertha ist ja eine sehr gemütliche, also die braucht immer so ein bisschen, bis sie ein paar Zentimeterchen gelaufen ist. Sie macht immer Pausen dazwischen, hat sie schon recht. Wieso auch nicht, sie hat ja Zeit. Ja, ihr Lieben, falls ihr wissen möchtet, was es mit
unserer Krabbelgruppe, also Snooki Snooze Krabbelgruppe, auf sich hat. Falls ihr auch Spinnenparty werden möchtet oder die Krabbelgruppe so unterstützen möchtet, den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Da findet ihr ein paar Informationen drüber, auch ein paar Fotos, nicht bloß jetzt von der Bertha und von der Agathe, sondern auch von unseren Slings, also auch von den Neuankömmlingen, die Hapaktira, Pulgripes, die Brachypelma, Smitty, also die Ex-Anita, von Olivia ist was dabei, da haben wir sie übrigens. Wo ist sie denn? Da ist sie. Versteckt sich wieder super. Zeig dich doch mal. Da ist sie. Ja, also, wie gesagt, von der Olivia eigentlich von allen, auch von Paula, weil die habe ich auch erwischt. Da seht ihr mal ihr wunderschönes Blau. Ansonsten würde ich sagen, ja, soll es das gewesen sein. Ich wollte euch einfach mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.